Komm, machen wir das. Das ist, glaube ich, momentan ein bisschen einfacher als irgendein scheiß Speedrun. Oh, nee. Was muss ich machen? Darf ich jetzt einfach mich nicht entdecken lassen oder wie oder was? Denke ich mir mal. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Oder? Ich kann mir vorstellen, was die Bonusse sind. Entweder mich überhaupt nicht entdecken lassen oder nur bis zu einem Maximum an Schuldenrechnung oder so kommen. So im Sinne von quasi, ich darf nicht mehr als maximal 2000 Pon Rechnung haben. Oder irgendwie so eine Richtung. Ja, wo bin ich denn? Das? Okay. Warum kann ich nicht... Spiel? Sag mal. Will das Spiel mich hier gerade trollen oder was? An allen möglichen Kanten kann ich mich dranhängen, nur an denen nicht auf einmal. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwann bin ich im Laufe meiner Zeit, wo ich die ganzen Videos hier mache, wohl allen anscheinend nach immer mehr... Okay, das war blöd. Irgendwie habe ich angefangen, immer mehr rumzuragen. Ich weiß nicht, ob das cool ist oder... Schlecht. Auf jeden Fall kann ich mich bestimmt... Ja, so einen Gesichtsausdruck habe ich auch, wenn ich sehe, dass ich mich nicht an Kanten dranhänge. Mann, warum nicht gleich so? Kann ich auf der Lampe hier stehen? Ja, kann ich. Wait a second, kann ich das skippen? Da unten sind bestimmt auch so einige Wachen, ne? Mal ganz kurz gucken. Oh, wow, ja, so einige. Da habe ich ja mal eine ganze Ecke an Wachen da geskippt. Das ist ja schön. Guckst du in die Richtung, wo die Bahn... Ja, der guckt in die Richtung, verdammt. Die Bahn ist, das ist ein Wagen. Guck nicht in meine... der guckt in meine Richtung. Warum guckst du in meine Richtung? Ja, wieder 1500. Ja, weil ich einen Pinguin belästigt habe. Jetzt fliegen hier auch Feuerwerkskörper. Ist das keine Belästigung oder was? Oh, nicht noch einer. Willst du mich verarschen? Da kommt gleich wieder ein Feuerwerkskörper. Ja. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Das war knapp. Oh, nicht schon wieder ein Feuerwerkskörper. Scheiß drauf. Du hast... Ja, klappt. Danke für deine Lebensweisheit. What? Hat der Typ jetzt mich gesehen gehabt oder nicht? Nein, anscheinend wohl nicht. Zumindest ging meine Rechnung ja nicht noch weiter nach oben. Solange das nicht passiert, ist ja gut. Was? Oh, du mich auch. No, 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 no. Dass man den blöden Schalter jetzt zweimal aktivieren muss. Ohne entdeckt zu werden. Okay, das ist cool. Was? Was? Ah ja, du sowieso. Du entdeckst mich jetzt garantiert. Klar. Why? Why?
Nein! Wait a second, hatte ich nicht irgendwie eine... Ich hatte doch irgendwas gehabt, wodurch ich den ganzen Teil hier skippen konnte. War das hier? Ich habe keine Ahnung mehr. Ah ja, das war hier. Wieso hast du mich gesehen? Ich bin der beschissenste Geheimagent ever. Würde man mich zum Infiltrieren von irgendeiner Basis nehmen, würde ich wahrscheinlich sogar 5 Kilometer im Voraus schon gefunden werden. Oder ich würde irgendeine Klippe hinabstürzen, ja. Eins von beiden. Meine Güte. Ist das nervig. Aber hey, immerhin, dieser olle Zeitverlangsamungshut bringt hier irgendwie so ein bisschen was. Schon wieder Raketen? Why? Okay, das war knapp. Na, Rakete, ja. Rakete. Okay. What? Da oben ist schon wieder eine Rakete. Oder war das einfach dieselbe, die jetzt einfach, was weiß ich, wo explodierte? Nein. Nur oh, da flog gerade eine Rakete wieder auf mich zu. Nein! Nein! Okay. Ah, gut, dass das... Ah, da ist ja auch einer! Nein, ich will nicht drüber! Ich will... Was ist das hier? Nein, lass mich! Geh weg! Alter, da! Was geht denn hier gerade ab? Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, ob man irgendwie die Rechnung sogar bei Null irgendwie belassen könnte, aber ich denke mal nicht. Naja, mal gucken, wie gleich die Bonusse sind. Aber was ging denn da gerade ab? Ich habe das Einzige, was wirklich da irgendwie gerade für mich gut gewesen war... Wait, habe ich gerade alles abgeschlossen? Das Einzige, was gerade für mich gut gewesen war, war die Tatsache, dass der Zeitverlangsamungshut wohl nicht nur die Bewegung, sondern auch wohl das Entdecken wohl verlangsamte. Aber wait a second, habe ich jetzt gerade wirklich alles abgeschlossen, ohne... zu wissen. Ich habe alles abgeschlossen. Ich habe nicht mal gewusst, was die Bonusse waren. Complete with less than 2000 in fees and complete without getting caught. What? Okay. Warte mal, das zweite habe ich auch hinbekommen. Wann? Wo? In welchem Leben? Vor allen Dingen in welchem letzten Teil. Da hätte ich eigentlich mindestens 5-mal entdeckt werden müssen. Aber okay, cool. Ich hab, ich hab's hinbekommen, ohne dass ich eigentlich hinbekommen hätte können. Ich versuch noch das Level hier. Ich denke mal, das dürfte ja relativ schnell gehen, wenn das da innerhalb von 2 Minuten abgeschlossen werden müsste. Es sei denn natürlich, ich verrecke so oft, dass ich jetzt gleich quasi aus dem hier allen Einschein nach auch ein Video machen könnte. Bezweifle ich mal ein bisschen. Get ready. Ach, das ist dasselbe Level einfach. Funktioniert das? Nein, absolut nicht. Okay, wo ist mein anderes Teil? Da. Ich kann es gerade nicht benutzen. Ich hätte den Scooter reinpacken sollen. Ja, ich hätte den Scooter reinpacken sollen. Nicht wundern, hab gerade neu gestartet, nur um quasi den Scooter mit reinzuholen. Dürfte wahrscheinlich ein bisschen fixer sein, so wie das hier aussieht gerade, ne? Schön um diese blöden Pfützen herum. Ich habe keinen Bock, als Matsche-Zombie durch die Gegend zu latschen, der nicht gerade vom Vorteil wäre. Glaube ich doch gerade, oder? Ich glaube, man konnte, glaube ich, ein bisschen langsamer durch die Gegend laufen, nur dann... Oder war man genauso schnell wie jetzt? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Wo zum Geier muss ich denn hier nochmal hin? Ich weiß irgendwo zur Spitze von irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo.
Bin ich gerade mehr oder weniger auf dem richtigen Weg? Ich hoffe mal sehr. Ich glaube, der Scooter war jetzt irgendwie nur minimal von Nutzen. Und ich glaube, ich gehe gerade den komplett falschen Weg. Oder einen so beschissenen Weg, dass ich wahrscheinlich jetzt gerade zu dem Zeitpunkt dreimal schon da wäre. Oh nein, Matsche. Okay, war mal nicht schneller. Langsamer. Ja, ich skippe deinen Kram. Das finde ich jetzt gerade nicht geil, dass die Cutscene hier läuft und gleichzeitig die Zeit da unten ist. Das finde ich gar nicht geil. Soll das so sein? Das wäre, wenn ja, ziemlich mies. Verdammt. Sag mal, muss der Mafiosi nicht mit? Den bin ich doch eigentlich am Jagen. Jetzt sagt mir nicht... Wow, weil ich jetzt zu schnell war, ist der Typ da unten am Stehen. Ja, okay, ciao. Ich fall... Ja, klar, ich hänge wieder an irgendeiner Kante fest. Das, was ich immer am besten kann, an irgendwelchen bescheuerten Kanten festhängen. Die Musik passt überhaupt nicht zum Rumragen. Das ist doch nicht dein Ernst. Sollst du dann das dann innerhalb der Zeit hinkriegen? 1,50? Ja, aber 1,20 doch nicht. Wie soll ich das denn hinbekommen? Ja, jetzt habe ich quasi allein nur wegen das Gelabere hier plötzlich die 100, die 135, die 1,35 nicht mehr hingeschaffen können. Das finde ich aber blöd. Na, ernsthaft, das finde ich aber sehr, wirklich sehr blöd. Warum läuft denn die Zeit da weiter? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist aber so wirklich blöd. Naja. Es sei denn quasi, es ist die Zeit, die quasi läuft. Ne, wobei, das macht auch keinen Sinn. Ich meine, selbst die Spielwert ist angehalten, wenn du irgendwelche Cutscenes hast. Oder beziehungsweise nicht Cutscenes, aber wenn du irgendwelche Textboxen hast. Ich verstehe nicht, warum da die Zeit weiterlaufen muss. Das macht überhaupt keinen Sinn, meiner Meinung nach. Naja, was soll's. Darf ich dann auch das irgendwie hinkriegen?